wollen Respekt zeigen für Lesben und Schwule und wollen, dass wir alle Jugendlichen, jungen Menschen, junge Erwachsene, Erwachsene jeden Alters erreichen wollen, egal ob heterosexuell, ob homosexuell, und dass sie gemeinsam beim Sport sich kennenlernen. Es gibt immer noch genug Ecken in dieser Stadt, überhaupt in diesem Land, wo man immer wieder auf Intoleranz und wenig Respekt stößt. Und da versuchen wir, ja, ein Zeichen zu setzen. Ich finde das lustig. Ja. Ja, ich bin öfter mal im Sportjugendclub Prenzlauer Berg. Und hier Peter, der ja auch hier das alles moderiert, der hat mich halt da angemeldet, hat Bescheid gesagt, dass es dieses Turnier ist, und da wollte ich halt mitmachen, und daher bin ich vom Sportjugendclub halt hier. Letztes Jahr habe ich auch schon gemacht, und es war eine ziemlich coole Veranstaltung so an sich, und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich wieder. Ja, wir sind ein Sportjugendzentrum, das heißt, bei uns steht der Sport in erster Linie im Vordergrund und der Sport für Kinder und Jugendliche. Und da haben wir alle schon gemerkt, dass es bei den Regeln, die beim Sport gelten, völlig egal ist, was für eine Person das ist, wie die ausgerichtet ist, ob sie, ja, welche Hautfarbe sie hat oder was auch immer. Das ist völlig egal. Wichtig ist halt, dass man einen vernünftigen Spieler, einen vernünftigen Gegner, ein gutes Team hat, zusammenarbeitet. Und das merkt man dann bei unseren Kindern und Jugendlichen, dass das denen Spaß macht. Und ja, sie sehr vielfältig und tolerant sind gegenüber allem Möglichen. Respekt für Schwule und Lesben. Also ich bin froh, dass wir in der Gesellschaft angekommen sind, die schon ganz anders mit anderen Meinungen und Lebensweisen umgeht als noch vor einigen Jahren. Aber ich denke, wir haben da immer noch viel zu tun. Gerade Schwule und Lesben sind schon noch Ausgrenzung, begegnen immer noch Ausgrenzung gegenüber sozusagen ihrer Lebensweise. Und da denke ich, kann man nicht genug dafür tun, Berührungsängste gegenüber Schwulen und Lesben abzubauen. Und da muss man natürlich anfangen bei Kindern, da muss man anfangen bei jungen Leuten, und diese Veranstaltung heute und auch die Respect Games sind dafür, denke ich, gut geeignet. Und ich denke mal, Intoleranz macht sich ja in der Hauptsache dann bemerkbar, wenn man sozusagen schwuler und lesbischer Lebensweise begegnet. Ja, sonst ist es ja eher unauffällig, und ich denke mal, dann sind so die Nagelproben. Wie tolerant sind tatsächlich andere? Ich glaube schon, dass sie in dem Moment, wo ihnen bestimmte Aussagen begegnen oder bestimmte Lebensweisen deutlich werden, dass sich dann nicht erst bemerkbar macht. Und insofern hoffe ich ja, dass wir mit solchen Veranstaltungen so eine Reichweite haben, dass auch eine Gegenposition aufgemacht wird. Ja, da denke ich, eine Gegenposition zu Meinungen muss in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein, deutlich sein, laut sein, kräftig sein, häufig vorkommen. Und ich finde, da haben wir eine Menge zu tun. Und das denke ich, darauf kommt es an. Also so viel wie möglich andere Meinungen auch äußern und nicht die alleine im Raum stehen haben. Warum soll nicht Pankow Vorbild sein?